Hallo zusammen, ich wollte heute darüber reden, was für mich persönlich Schweizerdeutsch bedeutet. Kurz, um das kurz zu sagen, für mich ist es immer interessant, dass wenn ich mit anderen Deutschen rede, weil ich wohne in Deutschland, dass sie immer das Gefühl haben, Schweizerdeutsch ist eigentlich einfach ein Dialekt, den man einfach so verstehen will. Und wenn ich dann Schweizerdeutsch mit irgendwelchen Kollegen, mit meinen Eltern am Telefon rede, dann merkt man immer, ich verstehe überhaupt nichts, was ist denn da los? Und das finde ich einfach als sprachlich sehr interessant und deswegen habe ich immer das Gefühl, Schweizerisch ist so irgendwo in einem Limbo zwischen einer eigenen Sprache sein und dann doch nicht. Und das ist für mich als jemand, der eben nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland aufgewachsen ist, immer etwas Besonderes gewesen. Abgesehen von dem ist für mich Schweizerisch immer eine spezielle Rolle gewesen, weil wie gesagt, ich bin eben im Ausland aufgewachsen, also in Deutschland. Und ich habe Schweizerdeutsch als Familiensprache kennengelernt. Also ich habe immer noch mit meiner Mutter und meiner Schwester Schweizerdeutsch geredet. Und auf Schweizerdeutsch, ich weiß nicht, wir haben uns einfach immer daheim so unterhalten, oder? Also es hat nie jemand von außerhalb gegeben, der hat Schweizerdeutsch können wirklich verstehen, wenn auch manchmal ein bisschen. Und wir haben Schweizerdeutsch nie anders gebraucht. Und das ist ja für mich bis heute noch, also gefühlsmäßig zumindest so, dass wenn ich Schweizerdeutsch rede, ich mich irgendwo daheim fühle. Oder wenn ich zum Beispiel jemanden an der Uni treffe, der Schweizerdeutsch versteht, dann habe ich so eine bessere Verbindung zu dem. Und ich weiß nicht, also Schweizerdeutsch ist immer schön, dass ich das kann. Ich geniesse das als, egal ob es der Dialekt oder die Sprache ist, es ist einfach ein Zusatz zu meinem Wissen über Deutsch, weil ich allgemeinsprachlich interessiert bin. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass Schweizerdeutsch nicht als eigene Sprache so fest anerkannt ist, dass man Schweizerdeutsch nicht schreiben kann. Ich würde es sehr geniessen, neben den inoffiziellen SMS und Facebook und was auch immer mir dort auf Schweizerdeutsch schreiben, einfach auch offiziell Schweizerdeutsch schreiben zu können und vielleicht sagen zu können, dass ich noch eine Sprache mehr kann. Eben ähnlich wie zum Beispiel Holländisch, weil ja Holländisch eine eigene Sprache ist. Aber allgemein, ich muss sagen, ich habe zur Schweiz aber nicht so viele Verbindungen. Deswegen finde ich das relativ interessant, weil für mich die Sprache einerseits eine starke Verbindung hat und dann aber ich komme zum Land, nur deswegen. Aber wenn ich mich Schweizer verstehe, auch wenn ich in der Schweiz bin und dort Schweizerdeutsch auf der Straße reden kann, was etwas Schönes für mich ist, dann, ich weiß nicht. Also, ich finde es interessant, wie das losgelöst ist voneinander. Ja. Okay, das ist etwa alles, was ich an euch will heute sagen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.